Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann nicht so laut sein. Hier gibt es noch Leute, die schlafen, denke ich. Heute ist wieder Umzugstag. Heute ziehe ich nach Uluwatu und erkunde die Gegend dann ganz im Süden von Bali. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, ich gehe jetzt frühstücken. Hier gibt es ja kein Frühstück im Hotel. Das ist übrigens da und schaut euch mal den Himmel an. Hat auch die ganze Nacht wieder geregnet, aber nachts stört es mich ja nicht. Wollt euch den Strommasten mal zeigen. Sieht ganz verwirrend aus, dass sich da die Elektriker noch durchfitzen. Ist ganz lustig. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Die Smoothie Bowl sieht ja so lecker aus. Ich finde diese Dragonfrucht, die schmeckt vielleicht nicht so tropisch, aber die ist etwas fürs Auge. Und ein Latte Macchiato. Beides zusammen kostet ungefähr 6 Euro. So, da steht mein Gepäck. Ich will eigentlich auschecken, aber ich finde hier niemanden. Gehen wir mal den Fußspuren hinterher. Ich meine, ich kann den Schlüssel auch einfach in der Tür stecken lassen. Schauen wir mal. Das ist hier alles mal von oben, aber ist auch niemand. So, mein Auto müsste von da kommen. Da ist er schon. So. Erstmal den Rucksack. Yes. Thank you. Herzlich willkommen in Uluwatu. Ich stehe hier auf der Terrasse von meinem Bungalow und zeige euch mal die Location. Roomtour. Das ist der Außenbereich der Anlage. Hier vorne seht ihr den Pool und hier sind die ganzen Bungalows. Meiner ist dieser hier. Hier ist die Terrasse. Ich glaube, es lässt sich hier gut aushalten. Ich bin bereit. Rucksack ist gepackt. Jetzt wird erstmal die Gegend hier erkundet. Ein wunderschöner Garten. Da ist mein Bungalow. Jetzt geht's ins Gewusel. Übrigens, hier sind überall diese Käfer. Sieht man gar nicht richtig. Also hier echt viele. Weiß gar nicht, was das für Käfer oder Raupen. Raupen sind. Der erste Strand, wo ich Eintritt zahlen muss, 15.000. Das sind umgerechnet nicht mal ein Euro. Okay, das kenne ich ja von Sabi Island. Ich hoffe, er ist groß genug für eine Strandwanderung. Also, mich auf eine Liege legen ist ja nicht so mein Ding. Oh, sehr klein. Und viele Menschen. Da oben sitzt der Rettungsschwimmer. Thank you.
So, da Pandang mir zu voll und zu klein war, habe ich es jetzt nochmal mit Dreamland Beach versucht. Da steht mein Grab-Fahrer, bin hier 5 Minuten hergefahren. Und ja, mal schauen, wie es jetzt hier aussieht. Hier gibt es schon mal eine Toilette und eine Dusche. Erstmal einen Überblick verschaffen. Schon der Name Dreamland Beach klingt sehr einladend. Du kannst ganz einfach mit einem Grab hierher kommen. Der Strand lädt zum Verweilen in der traumhaften Landschaft ein. Der Dreamland Beach ist einer der schönsten Strände Uluwatus. Auch wenn das Wasser sehr einladend aussieht, aufgrund des hohen Wellengangs ist es fast unmöglich zu schwimmen. Der malerische goldgelbe Sand wird von hohen Felsbrocken gesäumt. Langeweile hatte ich hier keineswegs. Ich habe den ganzen Tag gesessen, die Wellen beobachtet und die Surfer, wie sie über die Wellen geschwungen sind. Ich sitze jetzt hier in einer Höhle. Die ist jetzt zwar nicht sehr groß, aber bietet mir Schatten. Und jetzt gehe ich baden. Richtig, eine kleine Ein-Mann-Höhle. Seht mal, ich als Rettungsschwimmer hier in Deutschland bin tatsächlich kläglich gescheitert bei meinen ersten Schwimmversuchen. Ich überlege gerade, ob ich hier abrücken muss. Der Höchststand der Flut ist in einer halben Stunde. Reichen die Meter da aus oder sollte ich lieber abhauen? Jetzt ist es Höchststand, also komplette Flut. Ich lebe noch, sind noch ein paar Meter bis zu mir hier. Und ich kann bleiben, es ist so schön hier im Schatten. Das ist so krass. Genau um 14.31 Uhr war eine Sekunde, die absolute Ruhe hier. Oh oh. Hier ist meine Höhle. Da liege ich im Schatten. Die einzige, wo man hier drin liegen kann. Und hier geht es noch richtig schön weiter. Richtiger Traumstrand, so wie er auch heißt. Dreamland Beach. Zweiter Versuch. Wow, so schnell ist das Wasser wieder weg. Vorhin musste ich durch diesen Tunnel da gehen und jetzt kann man schon hier vorne lang gehen. Ich weiß ja nicht, was die hier angeln wollen. Meint ihr, die angeln hier Fische raus? Hier vorne im flachen Wasser? So, jetzt muss ich erstmal gucken gehen, ob sich das lohnt, hier mal in den Pool zu springen. Ob der tief genug ist für mich. Ja, sieht es mal so aus. Echt eine wirklich schöne Anlage hier. Da kann ich die letzten 3 Tage hier noch richtig gut ausspannen. Meine Terrasse. Da kann ich gleich erstmal meine ganzen nassen Sachen anhängen. Zwischen diesen wunderschönen Blumen. Das sieht wieder lecker aus. Vegetarisch, no spicy, muss ich mal dazu sagen. Heute bin ich in Canggu losgedüst, was jetzt nicht ganz so mein Ding war, aber ich war halt mal da. Und angekommen bin ich im wundervollen Uluwatu und ich habe den schönsten Dreamland Beach gefunden, den ich je gefunden habe.
Hat euch der Strand genauso gut gefallen wie mir? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann würde ich mich noch mehr über ein Abo von euch freuen. Bis bald. Ciao.